60 Glücksknilze, das sind 10 Teams. Ja, siehst du mal. Wir sind alle produktiv hier. Wochen, ja, wie gesagt, Klum ist momentan ein bisschen beschäftigt. Das heißt, ich habe schon Ideen übermittelt, aber wir müssen dir gut auch ein bisschen Zeit geben. Ne? Sie hat ja auch noch eigene Sachen zu tun und so weiter. Gut Ding will Weile haben. Cell Dragon! Danke dir für 22 Jahre Treue. Vielen, vielen Dank. Also Sui Dance Game ist ja quasi unser aktuelles Hype-Emote, aber das soll noch aktualisiert werden demnächst. Demnächst. Bitte sehr weit gefächert, gebreitet? Weit gefächert verstehen. Ah. Mir tut langsam der Unterarm, weil ich den die ganze Zeit hier auf meiner Armlehne aufgestützt habe. Und zwar so gekonnt. Also ich habe zwar ein Polster drauf, aber so polsterig ist der gar nicht eigentlich. Da habe ich auch mal Emotes designt. Wenn du die gut machst, dann natürlich. Aber den Kappa dahinter vertraue ich nicht so ganz. Oder soll ich sagen, ich vertraue dir nicht so ganz? Ach, Ratty. Ratty? Ja, fast. Ist der 21 Insider Streamerzeichen von gestern? Ja. So kann man das sagen. So gesehen. Deutsch und Sui werden keine Freunde mehr. Nee, ich habe das verlernt. Ich werd einfach ab demnächst nur noch auf Spanisch streamen. Ab morgen, wo ich nicht streame, perfekt. Ab übermorgen nur noch auf Spanisch. Aber ich kann kein Spanisch mehr. Also werde ich einfach stumm sein und nichts sagen. Ich kann mich auch einfach muten. Und dann könnt ihr euch selber was ausdenken. Pass auf, wisst ihr was? Ich mute mich jetzt. Hier mal. Und werde jetzt für ein paar Sekunden reden. Und ihr könnt dann, wenn ihr zusammen irgendwie vom PC sitzt, irgendwie mich synchronisieren, wie ihr wollt. Dann kann ich quasi sagen, was ihr wollt. So. Und? Schön, ne? Muted. Ah, viel besser. So, jetzt kommt irgendwas, so irgendwelche Nachrichten morgen, so, ey, Sui, du hast mir gestern da im Stream versprochen, dass du mir noch was geben wolltest. Was ist denn damit? Und ich dann so, was laberst du? Sui, keine Beleidigung. Ich will schon kommen, jetzt kommen die ganzen Lippenleser-Experten und dann sonst was. Skandal! Sui schon mal auch in seinem Stream. Hat gesagt. Hier, XY irgendwas. Ich glaube, er hat Brady eine Gehaltserhöhung gegeben. Da muss der Junge mal was leisten, bevor er eine Gehaltserhöhung kriegt. Nicht wahr, Brady? Ich bin da so schon mal. Ich bin in einem Baumschiff gestorben. Das war echt nicht schön. Danach habe ich noch eine Tasse Lava getrunken. Nicht schlecht, nicht schlecht, aber nicht ganz. Du hast mich zum Lachen gebracht, das ist schön. Das ist ja ein bisschen mein Ziel. Ihr sollt lachen. Los, lacht endlich! The Legend of Zelda. Vielen, vielen Dank für deine Subscription. Dankeschön und willkommen bei den Glücksknilzen. Ich danke dir. So, ich mache auch zugeben, dass er Frauen schlägt. Was ab? Junge, Junge, Junge. Genau solche Gerüchte meine ich. Haha. Genau so, dankeschön. Freut mich. Kann ich mal einen Clip erstellen, in dem Sui sagt, dass er uns alle abonniert? Ich bin gestorben durch das Intro. Das gibt's, glaube ich, auf Sui Oldies noch. Ja, ja, Sui Oldies. Damals, als ich tatsächlich einen neuen Kanal aufmachen wollte. So, Rübe, krieg den Angriff dazu. The Wingry, danke dir für deine Subscription und willkommen bei den Glücksknilzen. Vielen, vielen Dank. Warum sage ich eigentlich die ganze Zeit Subscription neuerdings? Ich habe doch sonst immer was anderes gesagt. So, Rübe, hier krieg Carbon. Du bist das älteste Mitglied und musst am härtesten carryen. No pressure. Und so. La 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 la. Hat gesagt, das ist der lang verschollene Bruder von Gronkh. Damn, son. Alter, der Schwede Subhype. Wieso wolltest du eigentlich einen neuen Kanal machen? Das kann ich erklären. Als ich damals, das war 2012 zu Pokémon Saphir Zeiten, als ich auch in dem Video neulich gesagt habe, als ich dann überlegt habe, das auch beruflich zu machen, so mit YouTube und so weiter. Ich hatte da halt meinen ersten Netzwerksvertrag. Das Problem bei dem Netzwerk war, dass die sehr
streng waren, was das, was du darfst und was nicht angehst. Zum Beispiel keine Musik in den Videos, die nicht dahin gehört. Deswegen habe ich halt sau viele Videos damals gelöscht und sie auf Sui Oldies neu hochgeladen. Weil es mir da quasi, weil da egal, was mit den Videos passiert, so nach dem Motto. Und habe dann auch überlegt, ob es vielleicht nicht sinnvoll wäre, einfach komplett neu anzufangen mit einem Kanal. Und den Kanal gibt es sogar noch, der heißt Sui Adventures. Mein toller Backup-Kanal, der nie benutzt wurde. Den gibt es noch, wie gesagt, könnt ihr danach suchen. Aber irgendwie war mir das dann doch zu blöd und das wollte ich dann doch nicht machen. Das Problem war, die Videos habe ich trotzdem gelöscht und auf dem anderen Kanal hochgeladen. Also die gibt es zwar alle noch, aber halt nicht auf dem Main-Kanal. Mittlerweile ist das alles, war das alles so kein Problem mehr, aber damals, es war alles, ich war nervös auch und so weiter. Ich wusste halt auch noch nicht, es war alles Neuland noch für mich. Was hätte ich denn tun sollen? Sui Adventure mit 150 Subs. Sind es echt nur 150? Ey Leute, Flügelschlag, na, kommt euch jetzt bekannt vor? Abonniert meinen Backup-Kanal, falls ich mal weg bin. Sui Adventure, das klingt wie so eine Serie, auch super. Ihr wisst gar nicht, wie mega lange ich über diesen Namen nachgedacht habe. Jetzt sind wir jetzt alle Neuland. Ich meine, es waren nicht so viele. Ich meine, es waren schon 2000 oder so, aber ich kann mich irren. Ich kann mich irren. Schon verstanden, Ikrich. Ich irre mich ja dauernd. Das wolltest du damit sagen, richtig? So, Adventures hat fast 1000. Ja, siehst du mal. Weißt du, ich fange auf dem Kanal einfach nochmal neu an. Ohne, dass es jemand mitkriegt. So, und tu so, als wäre ich ein ganz neuer Neuling. Hi, Leute, willkommen bei... rede ich auch die ganze Zeit. Hi, Leute, willkommen bei Sui Adventures. Heute spielen wir... hier Spiel einfügen. Bis dahin, Leute. Ciao. Ja, ja. 1000 Abonnenten Special of Sui Adventures. Let's go. Gleich mal subben. Bam, bam. Neuen Spielstand machen. So, Sui Adventures abonniert. Ah, schön. Das wollte ich damit jetzt nicht erreichen, aber danke, I guess. 30 Sekunden folgen. Was will der lernen? Zauberblatt? Oh mein Gott, der Paul. Shit. Okay, wir pfeifen auf Megasauger, das heilt uns zwar, aber Zauber kann man 20 Mal einsetzen. Das will ich irgendwie doch lieber haben. Ich habe ein Trauma von dem Let's Go. Was, wieso das denn? Oh, wegen gestern? Sorry, not sorry? Oder ein bisschen sorry vielleicht? Ein ganz kleines bisschen echtes Sorry. Ein bisschen. Ein ganz kleines bisschen. Der Paul ist krass. Der Paul ist der heftigste überhaupt. Zauberblatt nicht physisch. Ja, ja. Der Klotwig. Geh weg! Oh Gott, das ist mein Trauma von gestern. Die Synchro von Zoe. Wenn sie schreit. Ein halbes Sorry. Ein halbes Sorry kann ich gerne aussprechen. Und das ist schon wieder so ein Lachsnackenwanderer. Hallo die Hürre! Oder was er da gerade gesagt hat. Auf einer Skala von Exo bis Sui Keck. Wie keckig wäre es, wenn ich bei Sui Adventures subbe? Da ich das da nicht mal mitkriegen würde, wirklich, außer weil du es mir jetzt gesagt hast, um Aufmerksamkeit zu erregen, Red Hat, danke schön dafür. Ja, weiß nicht. So Exo, wenn er gute Laune hat, würde ich sagen. Sui Adventures, not like this. Ich sitze hier schon wieder derbe unbequem, möchte ich mal anmerken. Habe ich auch gerade angemerkt und ich bin stolz drauf. Red Hat ist voll die Attention-Whore. Ist so, ne? Dreck mal wieder entmodden. Probephase verkackt. Exo hat mal gute Laune. Exo hat oft gute Laune. Wenn wir da sind. Vielleicht. So ist ein Paket schon angekommen. Not sure if Troll. Ich gucke nach dem Stream mal wieder auf meinen Paketstatus, nur damit ich dann wieder traurig werde. So, wie streamst du schon wieder? Voll die Attention, whore. 988, um Gottes Willen. Auch Sui Adventure gesubbt. Ah! Ich glaube, Red weint gerade und überlegt, wie er jetzt ein Comeback starten könnte von dem Disc gerade. Ich bin gespannt, Red. Lass dir was einfallen. Gibst du uns dann Bescheid, wo dein tolles Paket ist? Ich gebe dann Bescheid, wenn es irgendwann mal da ist. In einem Stream, sage ich so. Leute, mein Paket ist da! Also 2029 oder so. Oh, neuer Encounter übrigens. Wieder ein Weibchen und ein Zubat. Kann das Ding Flügelschlag? Ich mach Windstoß.
Mein Gott. Alter Kyoko. Richtig am Eskalieren hier. Eskalieren. Eins, zwei, drei. Oh yeah. Wunderbar. Oh Gott, ich brauche wieder einen Namen. Schreit noch lauter, Mann. Entschuldigung. Stop, Swift Rage. Wie können wir das Zubat nennen, Leute? Ich klatsche meine Hände, weil mir nichts einfällt. Ich kenne zu wenig Streamerinnen. Mein Leben ist ein trauriges. Ansonsten fangen wir einfach an, es nach Kerlen zu benennen. Soll mir doch recht sein. Hannibal 2.0. Lina, ja, Lina kenne ich auch. Lina meidet Sonnenlicht, da sie dadurch krank würde. Fitz Batman, ich kenne das Gefühl. Am Tage hält sie sich in Höhlen oder unter anderen Dachrinnen alter Häuser auf. Dort schläft sie mit dem Kopf nach unten. Ich liebe es, diese Pokédex-Einträge sofort zu lesen. Du streamst, Alina? Seit wann streamst du? Du streamst... Ohne Scheiß, streamst du? Okay, ob nun Lina oder Alina, dann um... Weil du so lieb gefragt hast, Alina, benenne ich es dann halt nach dir. Aber... Zeichenstreams... Ach so, ja, siehst du mal, ja, dann Alina, okay. Beziehungsweise nenne ich es einfach... Platt... Plattbad wäre eigentlich ein geiler Name. Plattbad. Platt... Käfer, der kein Käfer ist. Warte mal. Plattvogel. Ich nenne es Plattvogel. Es ist zwar kein Vogel, aber es fliegt. Und alles, was fliegt, ist irgendwie ein Vogel, ja? So, Plattvogel. Wurde auf den PC übertragen. Okay. Aber das ist gut. Dann habe ich Lina noch als Backup, wie ich ein Pokémon benennen kann. So. Der Plattvogel. Ich finde den super. Ich hätte Vogel... Ihr habt recht, ich hätte Vogel anders schreiben müssen. Vogel. Ach, schön. Ein potenzielles X-Bad. Ja, das hypt mich tatsächlich auch sehr. Was ist das? Hey, wir haben die 1000 Abos geknackt auf Sweet Adventures. Danke, Leute. Yay. Ach, schön. Schön, habe ich gesagt, Leute. Mann. Nein, mein Rollo ist immer unten. So. Alles, was fliegt, ist ein Vogel. Also, wenn du hinfliegst, bist du dann auch ein Vogel. Ich bin sowieso ein Vogel. Wann kommt das Special? Ich lade jetzt schnell ein Video auf Sweet Adventures. Leute, wir streamen jetzt. Und sowieso, yay, Fudge dir. Ich wollte den Öffnungstheme noch ein bisschen schwungvoller gestalten. Entschuldigung. Sorry. Sorry. Ich hab doch sorry gesagt, Mann. Seid doch nicht so nachtragend. Stimmt, wir müssen dann als nächstes ja schon da hoch. Zu dem Ding. Ich gehe jetzt erstmal unten raus. Warte, nochmal, was will der Typ von mir? Okay, der will, dass ich zum Schlotberg hier. Du wolltest nur die Base droppen, ist so. Wo ist die Base drum? Was der will das machen? Ach ja, ein großartiger Wo ist Kazooie Remix. Das war peinlich, Sui. Psst, sag das doch nicht auch noch. Das macht's doch noch schlimmer. Hallöchen, Raiki. Meine Haut gehört dem Herrn. Schön. Wunderbare Rammstein-Zitate hier. Oh yeah. Minoru. Wir haben ja sogar schon Kyoko vorne. Das ist ja perfekt. Kyoko, let's go. Eben war sie doch noch hier. Kennt diese großartigen Songs eigentlich noch jemand? Ich versuch's mal nachzusingen, aber ich krieg auf jeden Fall den engelsgleichen Klang nicht kopiert. Das klang ungefähr so. Wo ist Kazooie?
Eben war er doch noch hier. Megasauger, wie geil. Ja, tschüss Absorber dann. Das Schlimmste ist auch noch, wegen Kazooie ist es irgendwann noch hart gemeint worden. Zum Beispiel hier Marcel, looks like Link, der immer mal wieder zwischendurch sagt, wo ist der Sui? Eben war er doch noch hier. Und ich dann immer so, ach Marcel. Ja, ja, aber ich mag das. Actually mag ich das schon ganz gerne. Gehört das Megasauger wie geil zu dem Lied? Tatsächlich ja. Das hat er nachträglich noch reingedichtet. Replattbad. Plattbad. Plattbad. Vielleicht benenne ich dich nochmal um. La 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 la. Hallo, liebe Kämpferin, möchten Sie einen Tanz mit mir austragen? Schicke einfach deine Kampf-Pokémon ins Rennen und guck, was meine Flugattacke damit anrichten wird, okay? Hero ist gerade not like this. Das ist der richtige Weg. Du willst es doch auch. Noah spendet 1 Euro. Ich danke vielmals für deine Spende und werde deine Nachricht dazu am Ende des Streams gleich verlesen. Vielen Dank. Na, kommt jetzt. Meditation. Ja, mach das nur. Ein Meditier, was meditiert. Wie absurd ist das denn? Turmkick Inc. Ja gut, gegen Kyoko wird es wahrscheinlich nichts machen. Aber ich hätte mich trotzdem kurz erschrocken. Vielleicht, ein bisschen. Not like this, immer nicht anders. Catherine Let's Play. Habe ich das da gesagt, ja? Was soll mal rappen wie Fresh Craden? Also ich kann so sprechen wie Fresh Craden. Das muss ich aber ausreichen für heute, okay? Ich finde es übrigens schön, dass Fresh Craden immer noch a thing ist, wie man so schön sagt. Dass Fresh Craden immer noch in den Köpfen der Leute, die Leute seid in dem Fall ihr, drin ist. So nach dem Motto, er kann nicht raus! Der Typ hat einen Zengo. Zengo bekämpfe ich mit Marcel. Das hat der Brunnenzwang gesagt, wenn er runtergefallen ist. Ah, okay. Voll Bock auf Golden Sun. Werden wir bestimmt auch irgendwann nochmal spielen. Rüber hat wieder ein Item. Oh no! Beziehungsweise, oh yes! Yes, yes, yes! Fresh Crate. Golden Sun 4, when. Ah, Seelax. Wieder mitten ins Herz. Ah, hier, siehst du, da ist die Lanze und sie bohrt sich durch meinen Körper. Und biegt sich, weil es eine biegbare Gummilanze ist und durch den Rücken nochmal durchs Herz einfach. Ah. Also, ich wäre jederzeit bereit, aber ich glaube einfach nicht dran. Und das bricht mein Herz. Hier, mein Stuhl quietscht schon mit, weil er auch nicht dran glaubt. Mein Stuhl hat nicht gequietscht. Ihr denkt immer, mein Stuhl quietscht, aber mein Stuhl weint, weil mein Stuhl Golden Sun Fan ist. Und der denkt sich dann auch so, hä, Golden Sun? Ah, ich leide mit dir. Das macht es ein bisschen besser, aber lasst uns zusammen leiden, alle Golden Sun Fans. Wurde eigentlich Golden Sun 3 unter den Fans aufgenommen? Das Problem ist, Golden Sun 3 war leider sehr... Also, ich würde sagen... Es war eigentlich gar kein schlechtes Spiel. Aber das Endgame war einfach super gerusht. Und das hat man richtig krass gemerkt. So, der ganze Aufbau, den fand ich cool. Aber A, das Spiel hatte Points of No Returns, was gar nicht ging. Und das Endgame war halt einfach super gerusht und halt Open End. Die haben das Spiel... Ich möchte nochmal drüber upraten, weil ich hasse das, ne? Die haben Golden Sun 3 mit einem Cliffhanger beendet, der quasi eine Frage... wieder in den Raum wirft, die ganz am Anfang im Spiel gestellt wurde. Und ich dachte mir so, geil, Golden Sun 4, yeah! Und dann die Entwickler so, ja, wir haben eigentlich gar nicht geplant, einen vierten Teil zu machen, nur wenn die Fans danach schreien. Du kannst doch ein Spiel nicht mit einem Cliffhanger beenden und dann nicht wissen, ob du das Spiel, ob du noch einen Nachfolger machst. Wie asozial ist das denn? Xenoblade X Chronicles X lässt grüßen. Forsetti, danke dir für deinen Sub. Willkommen bei den Glücksknilzen. Dankeschön. Schenkst du mir noch irgendwas? Alter, der hat gesagt, ich habe geholfen, das Paket zurückzubringen. Alter, mein Herz bricht Pakete wieder. Der Wiederball. Herzlichen Glückwunsch. Sagen wir so, der dritte Teil an sich war überhaupt nicht nötig. Ja, richtig, aber ich habe mich halt richtig gefreut, dass es noch was kommt und dann... Fies Batman. Wollte auch Xenoblade Chronicles X schreiben, ja.
Das Lustige bei Xenochronicles, jetzt keine Sorge, ich werde nicht zum Ende verraten, falls es noch jemand spielen möchte. Ich habe das Ende so gespielt und ich fand das richtig geil aufgebaut, das hat mich richtig gehypt und so weiter. Und ich wusste aber schon, weil jemand mir gesagt hat, das Spiel endet mit einem Cliffhanger. So, und dann war das Spiel quasi vorbei und ich dachte so, hä? Da war doch jetzt kein Cliffhanger. Und dann nach dem Credits kam noch so eine richtig heftige Szene und du sitzt da so... Cool Story, Bob. Und es gab einfach keinen Nachfolger. Ach ja. Dam, bam, 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 bam. Der Paket ist Golden Sun 4. Ey, ich würde sofort das Spiel 100 Mal kaufen, wenn dann Golden Sun 4 da drin wäre. Xenoblade Chronicles Extreme? Nee. Lass mal. Bitte die scharf drauf. Und da sind wieder die cool Story-Bobs im Chat. Sehr schön. Ja, so muss das doch sein, Leute. Stimmt, Rübe trägt immer noch ein Item. Ich bin doch ein Knecht. Danke für den Supertrank, Rübe. Voll lieb von dir.